So, wir laufen. Wir können erst mal den Leuten auf den Sack gehen, die sagen, hey, spielt doch kein Diablo 3, das ist doof, spielt WoW. Aber das Beste ist, du hast einen Ventilator mit Fernbedienung, Venjen. Richtig. Und zwar so ein Ventilatorturm, der wird mit so einer Fernbedienung bedient. Also wenn ich jetzt hier so, ne, drücke, dann geht der an und aus. Ganz toll. Was wäre wohl das sinnloseste Gerät mit Fernbedienung? Also ich meine, klar, irgendwie ein Schuhschrank, sicher, aber Ein Toaster. der Toaster ist gut. Wäre Wobei, jetzt auch das Erste, was mir einfallen wäre. ein Toaster? Toaster. Ja, ich Also weiß auch nicht eigentlich, warum. ja. Ich warte Also ich übrigens finde am Beginn von Akt 2 auf euch, Fernbedienung, Jungs. was es, ja, Kommt ihr? sinnloseste mit Fernbedienung, was es wirklich gibt, sind diese ferngesteuerten Autos mit Kabel und Fernbedienung. Ja, du, Oh ja. als ich jung war, das, was ist schon eine Weile her, da hatten wir noch die D-Mark, und da konnte man sich das nicht zwingend leisten, so ein funkferngesteuertes Auto zu haben. Und dann gab es halt nicht nur funkferngesteuert, sondern ferngesteuert. Und ferngesteuert war mit Kabelfernbedienung. Ja, man musste immer hinterherrennen wie ein Es Bekloppter. gab auch, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass wir ganz früher sogar einen Fernseher hatten mit so einer Kabelfernbedienung. Fernseher mit Kabelfernbedienung. Am Arsch. Ja, Sowas gab wofür? es? Schwarz-Weiß-Fernseher. Bullshit. Okay. Das überrascht mich jetzt doch. Ja, Ein nur Fernfernbedienung. weil ihr zu jung seid, weil ihr das wieder alles nicht kennt. Ja, also ein Fernseher mit Kabelfernbedienung finde ich jetzt schon. Also so diese ferngesteuerten Autos, ja, das kenne ich auch, aber Ja, aber überleg doch mal, also ich meine, von der. du bist original 4 Jahre älter als wir, glaube ich. Ja. Tönst hier rum. Ja, was heißt Weißt du, der Tönst? Ich weiß nicht, ob das Grund auf der einen ist. Seite werde ich immer gedisst, wie alt ich bin. Und jetzt erzähle ich mal etwas aus meiner Jugend. Und da heißt es, oh, du bist 4 Jahre älter. Castle Grayskull. Wieso, das kennst du da auch? Bullshit. Castle Grayskull kenne ich, aber So. das habe ich nicht gehabt. Also damit habe ich nie gespielt. Das fand ich doof. Irgendwie schade. Drunken, Warst wahrscheinlich schon zu alt. würden Sie dann bitte auch mal hier ins versteckte Camp kommen? Also nee, wir sind ja noch nicht da. Sind wir da? Doch, wir sind wohl Wie da. ich schon gesagt habe, musste ich den Blizzard Launcher updaten. Ja, Ach deswegen so. hast du Nicht mich schon abgehakt, gesagt. aber. Und als Antwort darauf kam von Venjen, wir sind live. Ist nicht so, als ob wir dich und deine Wünsche ignorieren würden. Oh, ich habe ja größere Healing Pots gefunden. Auch erstmal meine Für alten auf. 400. Ah, da muss gespart werden. Mach mal ein paar, auch mal ein bisschen Luft hier. Die kenne ich gar nicht, die Dinger. Nicht, ich glaube, die machen auch nicht so richtig viel, aber ich glaube, ich hatte noch nicht so viel auf dem Druckwelle hätte ich noch. Ich sehe schon, wir werden die erste Folge damit beenden, dass wir noch nichts umgeschnetzelt haben. Jetzt gehst du aber, Duncan, schon, ne, so ein bisschen böse, ne? 1955 kam Fernseher mit Kabelfernbedienung auf den Markt. Ja, und? Weil du Da sollst konnte hier ich mir nicht rumgoogeln, weil du meine Authentizität, wie heißt das Wort? Meine Echtheit Authentizität. anzweifelst. Sondern du Was soll ich sollst. denn sonst machen, während ich den Blizzard Launcher downloade? Das Schöne ist auch, dass du währenddessen klingst, als wärst du in einem Tunnel, weil du Ja. mit deiner 3-Kbit-Akustikkopplerleitung irgendwie alles blockiert hast, wenn du halt irgendwie versuchst, diese, keine Ahnung was, 2,4 MB runterzuladen. Fick dich. Siehst du, da kam zum Glück auch nur ich dich an. Ich kann mir nur zusammenreimen, was du sagen wolltest. Übrigens Dinge wie ich dich und ähnliches, das hat meine Freundin in den letzten Tagen sehr häufig in Richtung Blizzard losgelassen, während sie Inferno gespielt hat. Dann schon durch, Jan. Bitte? Du schon durch bist. Auf Inferno? Ja. Um Gottes Willen, nein. Ich hänge gerade bei Belial. Also ist die Aussage von Blizzard, die sie heute released haben, zutreffend, dass nur irgendwie Spiele? Schon wieder vergessen. Also,
Ich habe keine Ahnung. 1,9% der Spieler haben Inferno freigeschaltet, sagen sie. Ja, das kann gut sein. Also die Frage ist halt, also ich bin jetzt einer von denen, die es natürlich freigeschaltet haben, weil ich jetzt auch gerade mal so in Akt 2 bin und vorher halt Akt 1 gefarmt habe. Aber der Sprung halt von Akt 1 auf Akt 2, der ist so unglaublich spaßig. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Alter Vater, was die einem da auf die Fresse geben, die Mobs. Da läufst du halt irgendwie durch die Wüste. Jetzt, wo wir jetzt hier auch gleich unterwegs sein werden. Und dann kommen diese komischen Lakuni-Huntresses, die, oder Hunter, oder wie die heißen, die irgendwie so einen Hüpfer machen und Ach dann ja. zu dir springen. So auf normal ist das jetzt eher so, ja, stört mich nicht so. Aber auf Inferno ist es dann so, dass die dir halt irgendwelche 30.000er-Kellen verpassen, jetzt so als Caster. Und dann kommt halt irgend so ein komischer weißer Schwarm Wespen an und du läufst halt rum wie so ein Kind am Kindergeburtstag. Hilfe, Hilfe! Und addest dabei alles und stirbst dann relativ unelegant. Ist voll cool. Ich werde demnächst mal ein paar Inferno-Videos machen. Mach das mal. Das hört sich gut an. Gab ja gestern auch diesen Run hier, Method und Dessin, die das da im Wettstreit gemacht haben, ne? Aber irgendwie Dessin da ja unfaire Vorteile mit 218.000 DPS. Was? 218.000 DPS? Ja, Also, Dessin oder hat Damage, ich weiß nicht genau. massiv Kohle für Gear ausgegeben. Ach so, Und über eBay dann oder was oder so ein nein, Panel. pass auf. Hat sich Ja, Gold spenden lassen. es konnte jeder Mitglied seiner Friendslist werden für 200.000 Gold. Da hat er in 20 Minuten irgendwie mehrere Millionen gemacht. Das mache ich auch. Da kriege ich bestimmt, also 200.000 für ein Mitglied auf meiner Friendslist, da kriege ich bestimmt so 400.000 zusammen. Ah, vielleicht ganz Nun, kurz eine. tatsächlich, bei Diablo bringt es ja was, weil du in die Spiele von den Leuten auch rein kannst dann, ne? Und die können dich nicht Ja, kicken. du kannst doch klar, du kannst ja deaktivieren, dass die Leute in deine Spiele kommen. Wo wollt ihr denn wieder hin, Ich Kinder? weiß nicht, ich laufe hinter Drunken, naja, der ist groß. Hier in dem gelben Pfeil nach. Ich mag übrigens den Monk total gerne, der sagt immer total lustige Sachen. Übrigens, wenn ich das Ach ganz nicht, kurz ich habe vorhin erwähnen den darf. Witcher-Clor gespielt. Ja, was darfst du erwähnen? Podcast kommt diese Woche nicht, also der WoW-Podcast, weil der gute Xas, mit dem ich den Podcast mache, ist über Pfingsten nicht da. Daher lassen wir den ausfallen, weil letzte Woche sowieso nicht so viel war. Als Information, weil er gerade schon einen im Chat nachfragte. Ja, ich weiß, Drunken hat keine Ahnung. Was? Und nichts. Bleiben einfach. Wie kommt man auf 200.000 DPS? Ja, ich meine, er hat echt so viele. Diese Fliegedinger finde ich auch lustig, die man da immer so ausweichen muss. Sollte, meinst du? Ja, gut, ja. So war. Irgendwer ist jetzt auch wieder falsch gelaufen, oder? Ich laufe dahin, wo die Fliegen herkommen. Und lass mich von allem treffen. Das ist gut. Kann ich auch. Asch. Hey, bei mir, es ruckelt halt immer noch so wie die Sau, ne? Haben wir Ja, bei eigentlich mir ruckelt. alles? Ein bisschen bei mir auch, aber. Also ich meine, klar, Also das ist. es ruckelt Hier kommen natürlich. so Felsen vom Ja, ich Himmel. weiß, aber. Ja, ich weiß, nicht so gut, der Witz. Ich finde das halt auch immer geil, was für eine große Fresse die haben. You should never have come. Nee, ist klar, Kollege. Gibt's hier erstmal den Roundhouse-Kick. Hölle. How did you know about the ambush? Ich möchte ja mal wissen, woran die Mehrzahl der Hardcore-Spieler so gestorben ist bisher. Könnten eine Umfrage machen. Ansonsten keine Ahnung. Also mein Favorit sind ja die Dinge, diese Scheiß-Mobs, die halt irgendwas machen, nachdem sie gestorben sind, woran du noch verreckst. Molten. In Akt 3, diese Instant-Kill-Mobs, oder? Ja, diese Explosionstypen. Ja, genau. Auch doof, glaube ich.
ganz doof. Ja, es gibt ja alles Mögliche, was explodiert. Die Dicken mit den Aalen im Bauch. Nein, nein, die sind so Selbstmordmobs, die kommen angelaufen. Oder? Ach so, das meinst du. Oh, ein Amulett. 1 bis 2 Damage, kranke Scheiße. Will das jemand haben? Ich hab irgendwie hier noch... Blink. Ah. Ja. Obwohl, meins ist besser, glaube ich. Naja. Erstmal auch schön immer drin stehen bleiben in dieser grünen Suppe, weil es auch total Fall. Egal ist. Also ich habe hier Braces mit 12 Dexterity für dich. Krass. Angelegt. Kranke Scheiße. Irre. Da muss ich aber HP für aufgeben. Welch Level empfiehlt sich so für Hölle Akt 1? Hallo. Macht jemand. Für Hölle Akt 1? Mhm. Du kannst ab 50, glaube ich, rein auf Hell, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Kann sein, muss aber nicht. Dann würde ich empfehlen, weiß 50. Nicht. Also ich meine, 50 ist Hölle und ab 60 ist dann Inferno. Ja, ne. Look, look, oh, Hidden Footprints. Ja, Hidden Footprints. Hidden Footprints sind immer gut. Das Ritual, sagt sie auf Deutsch. Ist auch toll. Weil das, glaube ich, ein Mensch, Mann gewesen ist, gesagt hat. The Ritual is disrupted. There should be another ritual at a cellar to the east of here. Meinen I do not have enough mana. Also jetzt nicht als Monk, aber als Witch Doctor. Alter, hier der Dune Thrasher, oder was? Er ist auch plagued. Jetzt. Ich hatte neulich eine geile Kombination Mobs. Iron Skin, Vampiric Plagued. Die heilen sich auch, wenn du in der Seuche stehst. Und ich hatte natürlich einen Witch Doctor dabei, wodurch ich die Seuche nicht gesehen habe. Ärgerlich. Hier, guck mal den Kollegen hier. Treasure Prick, pick me. Also, blaue von denen. Und schön. Nicht ganz so unschön, wie ich dachte. Übrigens auch eine sehr effiziente Taktik, um auf Inferno zu spielen, ist einfach gucken, dass man sich für einen gewissen Zeitraum immun gegen Schaden machen kann, alles holzen, rausholzen, was geht, sterben und hoffen, dass der Resttimer nicht zu lang wird. Boah, was hier wieder für super Sachen gibt. Geil. Aber was hast du da, wie viel DPS hat Athene nochmal? 200.000? Ja, was für eine Klasse? Dämonenjäger. Da ist jetzt die Frage, ich weiß es, ich habe keinen gespielt, wie viel Passive der hat, die Bonusschaden geben. Okay, ja, ich weiß. Ganz kurz muss ich noch eine Frage beantworten, und zwar die Kane-Chronik. Habe ich noch nicht verlost, mache ich nachher noch oder vielleicht. Machst du auch erst, wenn du sie nicht gelesen hast, ne? Nein. Natürlich ist ja nicht so ein Ding, was man so, finde ich, so liest. Liegt da hinten auf dem Tisch. Du darstellst. Ja, wo wir gerade hier kämpfen, wollte ich dann auch nochmal kurz auf einen
Beta Key zum Mist of Pandaria. Beta Key Gewinnspiel zum Mist of Pandaria hinweisen. Oh! Wir haben 3 Stück davon, also 3 Gewinnspiele. Und den Gas. Ja, einfach mal vorbeischauen, bitte. Seid ihr beide noch da? Wir sind da, ja. Sollten hier ein Gewinnspiel mitmachen? Ich hab ein Schild mit, ja, können wir gerne machen. Schild mit 11 Dexterity. Du läufst da mit Schild rum, oder? Ich hab 10 Vitality drauf. Aha. Weißt du, Survival und so, ne? Ja, das ist ja auch jetzt hier schon besonders wichtig. Ich habe ja noch einen Gürtel mit 10 Dex und einem Life Rack. Warte, kurz gucken, Gürtel, da habe ich 11 Dex. Und 7% extra Gold. Hä, wieso müssen wir denn wieder nach oben? Warum bin ich eben oben drin? Ich glaube, wir müssen wieder raus hier, oder? So. Da waren wir schon. Ja, meine ich auch. Aber das blinkt noch. Warum blinkt das noch? Haben wir was vergessen? Nee. Alles gut. Wir sollen von hier aus weiter zu der anderen. Ja, auch. Oh, oh. Richtig. Immer den Hidden Footprints nach, glaube ich. Ja, die Hidden Footprints. So hidden sind die eigentlich nicht, ne? Nee. Oder decken sie die nur auf? Wundert mich, ja, dass wir die vorhin nicht schon gesehen haben. Ah ja, richtig, sie deckt sie auf, die Hidden Footprints. Eine Zauberin. Was ist los, Dicke? Da sind die denn. Benny, hast du da ein Buch in der Hand? Ja, sieht gut aus, ne? Sehe es immer ein bisschen, ist die Kane. Das sieht so ein bisschen aus, als würdest du nebenbei noch Dinge erzählen wollen. Also als würde dich das nicht wirklich fordern. Und, ja, und als würde dein Charakter dann immer so sagen, übrigens, wusstet ihr schon? Könnte man toll ein Hörspielcharakter sein, meinst du? Oder überhaupt auch, ne? Wir müssen hier rein. Die Hidden Footprints haben hier hingeführt. Vielleicht hier? Ne, da ist nur dieser komische Funder. Hurt. Der Kannibale. Ja, glaubt der Fehler. Tag 4, sagt er. Heiltränke. Was ich übrigens auch total lustig finde, ist, was die Leute halt zum einen haben wollen und zum anderen bezahlen im Auktionshaus für Items, die halt Set oder Legendary sind, selbst wenn sie totaler Rotz sind. Aber sie sind Legendary. Eben. Wie diese 120 Millionen für den Köcher. Ja, gab's sowas schon? Ich hab nicht gesehen. Ich habe nur Waffen gesehen für 150 Millionen oder auch mal 2 Milliarden. Übrigens, die eine Gewinnspielfrage habe ich extra quasi für euch ausgewählt. Sie heißt nämlich, warte, falsche Frage. Welcher Kontinent öffnet die in MOP seine Pforten? Ist es A, Nordrend, B, Pandaria, C, Peru oder D, Takatukaland? Ne? Das ist deine Gewinnspielfrage? Eine, ja. Wir haben ja 3, wie gesagt, 150 Keys und das andere ist ja, sind ja so Contests, also mit, wo man es machen muss, weißt du? Kriegst du da eigentlich auch falsche Antworten? Ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht reingeguckt. Muss ich Christian mal fragen, der das verwaltet. Aber wäre lustig, ja. Ja, wisst ihr das? Kommt die hier runter? Hier sind die Hidden Footprints. Oh, Peru? Ja. Was war das? Takatukaland? Ja, und Nordend. Nordend? Ja, und Pandaria. Hast du vielleicht schon mal gehört. Puh, das ist eine gute Frage, wo Mist of Pandaria spielt. Ja, schon nicht so leicht. Ähnlich wie schreibst die Frage, auch, wie heißt der... Schreibst du auch Quizfragen fürs RTL-Mittagsmagazin eigentlich? Ja, ja. Meine berühmteste ist dann immer, wie heißt der dicke Schauspieler Günther Strack, mache ich natürlich mit Vornamen. Hm. So. Wo sind die Hidden Footprints? Wir sind doch falsch, oder? Drunken?
Duncan, also wirklich. Die endeten da oben, die Hidden Footprints. Nee, die Duncan, gehen dieser da weiter. Barbar sieht auch nicht aus Nach wie jemand, rechts dem man oben. unbedingt folgen sollte. Nicht so wie jemand, der so den Plan hat. Interesse. Eher so ein bisschen grobschlächtig. Hier sind Hidden Footprints. Ja, jetzt sind sie weg. Ja, da, Oh Hidden ja. Footprints. Ah, guck mal. Geheimer Altar. Ellas. Aber ich meine, wenn man so einen geheimen Altar hat, wieso schreibt man das dann da dran? Achtung, hier ist der geheime Altar. Nicht reinkommen. Das Ritual! Nein, das ist voll. Haben sich da viele Leute eigentlich beschwert, weil du das gerade so sagtest, darüber, dass hier Dingens kommt? Dass wir Diablo 3 und nicht WoW Genau. spielen? Ein paar. Aber du kennst das ja. Naja. Man kann es eh nicht allen recht machen. Andere würden dann sagen, oh, WoW. Noch sind wir nicht gestorben, ne? Also auch auf hier Dings Hardcore Hardcore. hätten wir noch überlebt. Ist auch eigentlich viel lustiger gewesen, wir machen so lange. Hardcore, bis wir sterben. Dann erst irgendwie. Da hätten wir aber auch irgendwas gemacht, damit uns gegenseitig in die Falle gelockt oder so. Wer als letztes noch lebt, gewinnt bei Hardcore. Das wäre Ja, Last ja, Man das wäre mein Standing. können, oder? Wäre mein Spielprinzip gewesen. Also ich würde garantiert, glaube ich, beim Looten sterben, wenn ein Mob Molten ist. Molten und irgendwas Gelbes droppen. Oh, Loot, boom! Suchen wir eigentlich immer noch Hidden Footprints? Nee, 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 die sind jetzt vorbei. Jetzt macht sie hier die Brücke wieder frei. Halt's mal. Wollen wir nicht beschleunigen? Ach, ich wollte ja eh noch nach neuen Skills gucken. Zeit verlangsamen. Nicht? Was denn? Warte. Ich guck gerade, was ich so neu habe. Erhöht sämtliche verursachten Schaden um 15%. Oh ja, das will ich. Scheißegal, was ich dadurch abgezogen kriege. Oh. Oh, gelb. Direkt mal identifizieren. Irgendwas Tolles? Naja. 11 Leben, 8% extra Gold und Melee Attackers take 2 Damage per Hit. Yay. Das ist ja Glück Die werden gehabt. sich das zweimal überlegen, ob die mich schlagen. Jeden Fall. Drunken, welchen Level hat denn dein Monk? Oder vorhin ist so ein Goldgoblin. Mein Main Monk, oder was? Dein Main Monk. 33. Ich glaube, auf der Jagd nach Treasure Goblins in irgendwelche Champion-Gruppen rennen, ist auch einer der beliebteren Wege zu sterben glaube auch, ja. in Hardcore. Also nicht, dass mir das schon passiert wäre, aber das ist immer so, wenn du in einer Gruppe spielst. Oh, Treasure Goblin, Treasure Goblin! Dann Hast du rennt auch halt. keinen Hardcore-Charakter, oder doch? Nee, nicht Hardcore, ich meinte halt nur Inferno. So. Ob ich hier wieder irgendwas habe für euch, aber.
Oh, ist er da reingegangen? Da ist er down. Und halt ganz wichtig auch einfach jedes Fass zerkloppen und jede Leiche umdrehen. Ja. Not enough spirit. This is no illusion. The cultists have blocked the road. I must go through the Cassine outpost to the west. Er hat heute aber auch nicht so das blühende Leben, ne? Ich bin vor allem im Ranken, ist sehr ruhig. Ja, das weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ich versuche die immer mit kleinen Anekdoten aus meinem Leben zu erheitern, ja. Aber Drunken bezweifelt das immer und googelt dann immer nach, wann der Fernseher erfunden wurde. Nicht wann der Fernseher erfunden wurde, sondern ob es einen mit. Und dann klugscheißt er noch, Wir könnten auch eigentlich mal ein kleines Päuschen machen und du kannst nochmal deine Quizfrage wiederholen. Achso, ja. Wie war das? Wie heißt Günther Strack mit Vornamen? Genau, wie heißt der dicke Schauspieler Günther Strack mit Vornamen? Ist das deine Quizfrage? Man sagt, oh, wir machen erst noch den Kampf hier gegen das Champion Pack. Nein, also die wirkliche Quizfrage ist, welche. Wo spielt Mists of Pandaria? In MOP seine Pforten, genau. A. Nordend, B. Pandaria, C. Ah! C.A. C. Peru oder D. Takatuka-Land. Hör mal, ich käme mir da als dein Zuschauer verarscht vor. Ja, eben, hier hat auch schon einer gesagt, also muss ich ja sagen... Darf ich einen Tipp geben? Ja, du wirst wahrscheinlich auch sagen, dass es Peru ist, weil die anderen gibt es ja gar nicht, ne? Ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. So. Ja, aber dann mal ein Tipp. Also mein Tipp ist, das ist gar nicht so schwer, wo welcher Kontinent in Mists of Pandaria öffnet. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an diese Quizfrage, wer 1990 Fußball-Weltmeister wurde, A. Deutschland, B. ein Auto. Ja. Aber das ist ja dann schon einfach. Wollten wir eine Pause? Wir wollten eine kurze Pause machen. Deswegen machen wir die jetzt auch noch, bevor ich diesen Schrein anklicke. Okay, ja, das wäre sinnvoll. Bis gleich.